Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, um gleich vorweg die Spannung aus der Debatte zu nehmen, wir werden den Antrag ablehnen. Und wir werden auch das Überweisungsbegehren ablehnen. Ich finde, der Antrag ist klar genug. Da kann man sich eine eindeutige Meinung drüber fassen und dann kann man das hier auch entsprechend zur Abstimmung stellen. Wir haben jetzt viele wirtschaftspolitische Argumente gehört. Auch Frau Martin hat eben noch mal darauf hingewiesen, was im Koalitionsvertrag für Handwerksbetriebe vereinbart wurde. Ich möchte primär auf verkehrspolitische Aspekte des Antrags eingehen. Uns Grünen wird ja immer so vorgeworfen, dass wir eher eine ideologisierte Verkehrspolitik betreiben würden. Und da muss ich jetzt doch wirklich mal sehr schmunzeln, als ich diesen Antrag gelesen habe. Denn ich finde, meine Damen und Herren, das ist doch jetzt wirklich Ideologie pur, die Sie da beantragt haben. Wenn Sie unsere Verkehrspolitik mal genau begutachten würden, dann merken Sie, dass wir gleichberechtigt zwischen allen Verkehrsteilnehmern und allen Verkehrsträgern ein ausgewogenes Konzept bevorzugen. Ein ausgewogenes Konzept. Zurzeit ist es nämlich nicht ausgewogen, weil zurzeit leider immer noch der Kfz-Verkehr bevorzugt wird. Und auf Grundlage dieses ausgewogenen Konzeptes wollen wir dann Anreize, und zwar nicht gegen das Auto, sondern Anreize für die Benutzung von zum Radfahren, zum zu Fuß gehen und zum Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs schaffen. Das ist das Verkehrskonzept und dieses Verkehrskonzept wird auch zukunftsträchtig sein. Und Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ist eben nicht ausgewogen. Er ist einseitig und zwar einseitig zugunsten von autofahrenden Handwerkerinnen und Handwerkern. Und im Ergebnis ist er nämlich auch einseitig zu Lasten von Fußgängerinnen und Fußgängern. Er ist zu Lasten von Menschen in Rollstühlen und er ist auch zu Lasten von Kindern, von Eltern mit Kinderwagen. Schon heute, das haben wir in der Debatte gehört, besteht die Möglichkeit der Sondergenehmigung für eben Handwerker und Handwerkern, die unterwegs sind. Und natürlich wird auch auf großen Baustellen, in der Baustelleneinrichtung darauf geachtet, dass Parkplätze vorhanden sind. Dafür kann man ja sogar den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen. Also schon heute gibt es genug Instrumente für den handwerklichen Wirtschaftsverkehr. Und es zeigt eben auch, dass gerade diese Abwägung der Interessen schon heute stattfindet. Und Ihre Lösung sieht ja im Grunde jetzt aus, naja, Parken ist überall möglich und wohlgemerkt überall auf den Gehwegen möglich, nicht auf den Straßen, weil das wollen Sie ja gerade nicht. Also Sie haben jetzt nicht gesagt, da kann man sich mal in die zweite Reihe stellen und dann gucken die anderen Autos, wie sie drumherum kommen. Das wollen Sie nicht. Nein, Sie wollen, man kann sich mal auf den Gehweg stellen und dann gucken die Fußgänger, wie sie drumherum kommen. Das ist Ihre Lösung. Das lehnen wir konsequent ab. Sie wollen nämlich Restbreiten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von 1 bis 2 Metern. Stellen Sie sich mal 1 Meter vor und versuchen Sie jetzt mit einem Rollstuhl dort vorbeizukommen. Oder versuchen Sie mit einem Kinderwagen sich auf einem Gehweg zu bewegen, der 1 Meter hat. Sie schaffen es meistens noch nicht mal mit einer dicken Einkaufstasche an einem Auto vorbeizukommen, das 1 Meter an der Wand parkt und den Fußweg blockiert hat. Und wenn Sie sich jetzt mal 2 Meter vorstellen, die Fußgängerzone der Spitaler Straße machen wir jetzt mal auf 2 Meter eng, so steht es in Ihrem Antrag, da ist doch klar, das gibt einen Rückstau bis zum Hauptbahnhof und bis zur Mönckebergstraße, so kann das nicht funktionieren. Ich finde im Ergebnis, ein Fußweg ist ein Fußweg, eine Fußgängerzone ist eine Fußgängerzone und eben kein Parkplatz. Wenn Sie jetzt Ihnen im Antrag auch noch schreiben, Sie wollen auch noch die Taxistände dafür nutzen, dann sprechen Sie doch vielleicht mal vor mit dem Taxenverband. Der ist nämlich der Auffassung, dass es zu wenig Taxenplätze gibt und im Kern haben Sie da also ein Problem der einen Berufsgruppe auf eine andere Berufsgruppe verlagert, das Problem aber nicht gelöst. Meine
sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie einladen, in den nächsten 5 Jahren mit uns gemeinsam Hamburg verkehrspolitisch fit zu machen für die Zukunft, den öffentlichen Raum gerecht zwischen allen Verkehrsteilnehmern aufzuteilen, mit starken Anreizen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, mit starken Anreizen zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren und beispielsweise auch Anreizen für das Carsharing. Dann ist es nämlich nicht so, dass ein Auto 23 Stunden am Tag steht und eine Stunde fährt, sondern dieses Verhältnis im Idealfall umgedreht wird. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wenn Sie sich dieses Konzept mal bis zum Ende durchdenken und dieses Konzept verfolgen, dann tun Sie im Ergebnis was für die Handwerkerinnen und Handwerker, die mit ihrem Auto in die Stadt fahren wollen. Wenn wir nämlich von heute 13% Radverkehrsanteil auf 25% kommen wollen, wenn wir den ÖPNV stark fördern wollen, mit der Konsequenz von immer mehr Fahrgästen, dann werden natürlich am Anfang nicht die Tischlerin mit ihren Platten oder der Glaser mit seinen Scheiben aufs Fahrrad umsteigen. Das werden viele Pendlerinnen und Pendler sein. Es werden viele Privatfahrten eingespart werden. Und die werden von dem Auto auf andere Verkehrsteilnehmer wechseln. Das bedeutet im Ergebnis, die Straßen werden leerer. Und wenn Sie sich das jetzt ganz bis zum Ende durchdeklinieren, bedeutet das im Ergebnis, die Fahrradstadt Hamburg sorgt A dafür, dass wir mehr Lebensqualität in Hamburg haben, aber B ist auch für den handwerklichen Mittelstand eine Förderung. Dann ist es nämlich so, dass wir nachhaltig die Probleme für alle Verkehrsteilnehmer gelöst haben. Und ich lade Sie ein, diesen Weg mit uns zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.